So, den haben wir. Ah, steht der andere im Weg rum. Komm, mach dich mal vom Acker, Kollege. Haha. Boah, aber viel hält man wirklich nicht aus hier im Game, ne? Und wir spielen jetzt hier gerade mal auf normal. Wenn die Boys auch mal was treffen würden, hier wäre das allzu schlimm. Die treffen ja nichts. Komm, mach dich mal weg hier. Ah. Gott, den haben wir. Mist, wenn man hier ständig nachladen muss. Komm her, komm her. So, komm, den haben wir doch jetzt. Der lebt ja immer noch. So, jetzt aber. Wo ist noch einer? Oh, wenn man nicht alles alleine macht. Ja klar, was sonst? Achso, jetzt lässt er das Ding wieder in die Luft fliegen hier. Ja, mach schon. Ach du Scheiße. Ja, du sagst es. So, wohin? Da hoch, okay. Das war die falsche Taste. Oh, jetzt fängt es hier wieder an. Wow. Boah, der schießt das Ding hier platt. Und da kommen sie auch noch. Die Boys. Das ist echt gut. Ich habe doch automatisches Zielen eingestellt. Deswegen treffe ich hier auch gerade gar nichts. Uah. Oh, yeah. So, Munition haben wir auch keine mehr. Wow. Wow. Okay. Rennen wir dem guten Mann einfach mal hinterher. Wow. Alter. Erschreck mich mal nicht so. Wow. Ach, was soll's, runter da. Ja, hier alles mal fett in die Luft. Ja klar, ja. Was hat er denn? Dicken Raketenwerfer. Wow. Wow. Alter, stell dich doch mal hier hin jetzt. Was ist denn dein verdammtes Problem? Dass ich nicht treffe. Verdammter Mist. Oh, dem haben wir mal schön das Bein weggefegt. Wie lade ich denn nach hier, Mann? Ah, okay. Auf Dreieck. So, wo jetzt hin? Hm, draufschießen bringt nichts. Hallo, Freund, wo muss ich denn hin? Wo muss ich denn hin? Ich verstehe es gerade nicht. Sehe ich hier was? Hier sind überall Gitterstäbe. Hier hoch vielleicht. Nein, natürlich.
Mann, 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 ey. Agua. Hier, Samuel, trink. Oh nein, mir geht's gut. Sogar besser als gut. Hier, du bist dehydriert. Los, trink. Danke. Also, was hat Samuel Drake jetzt vor? Hey, was habe ich vor? Zuerst einmal baden. Und in einem richtigen Bett schlafen. Vielleicht leistet mir da auch jemand Gesellschaft. Meinen Bruder finden. Klingt für den Anfang ganz gut. Ja, stimmt. Also, was glaubst du? Wie lange brauchst du, um Averys Schatz zu finden? Keine Ahnung. Ich muss zurück in die Staaten und die Suche fortsetzen. Wie lang? Schwer zu sagen, bevor ich anfangen kann. Du weißt auch, wo er ist. Ja, stimmt. Okay, aber hör zu, es ist nicht so, als hätte Avery eine Karte mit einem roten Kreuz hinterlassen, okay? Aber es gibt eindeutige Hinweise. Oh, okay. Warte, warte doch mal. Hey, leise, ganz ruhig. Ich mag dich, Samuel. Und noch wichtiger, ich hab dir geglaubt. Darum bist du hier. Ich kann ihn finden, okay? Ich brauch bloß Zeit. Lame un cuchillo. Weißt du, das Problem ist, so langsam bekomme ich wirklich Zweifel. Oh Gott, Hector, hör mir zu. Ich werde ihn finden. Ich schwöre. Ich... Wie lang? 6 Monate. Leute sind faul. Sie bitten mich immer um mehr, als sie eigentlich brauchen. 3 Monate. 3 Monate sind unmöglich. 3 Monate. Die Hälfte des Schatzes. Schaffst du das? Sag es. 3 Monate und die Hälfte. Also, wenn du wegläufst oder versuchst, den Schatz zu verstecken oder etwas ganz Dummes tust, wie zur Polizei zu gehen, erfahre ich es. Wenn du es am wenigsten erwartest, werde ich da sein. Und dann ist der Tod eine Gnade, die du nicht bekommst. Oh yeah, der meint's ja echt gut mit uns. Hier, komm hoch. Also, die nächste Stadt ist 10 Kilometer da in Richtung Sonnenaufgang. Lange her, dass wir beide die Sonne gesehen haben. Vamos. Wenn ich ihn finde, was dann? Keine Sorge. Wenn die Zeit kommt, werde ich da sein. Wenn er swift ist, Samuel. Ja, kommt immer gut mit sich, mit so einem Drogenbaron, Drogenboss anzulegen. Warum auch nicht? Wenn man sonst nichts vorhat. Alcazar lässt mich gehen und hier sind wir. Das ist übel. Nein, wir folgen der Spur einfach weiter und... Der Spur? Sam, es gibt keine Spur. Nach Raves und meiner Flucht kaufte er mit dem Geld seiner Eltern das Land um die Kathedrale des heiligen Dismas. Wir haben alles durchkämmt. Averys Schatz ist nicht dort. Natürlich kein Grund für Rave. Der Vollidiot buddelt da schon seit Jahren vor sich hin und findet nichts. Überrascht mich nicht. Was heißt das? Tja, ich hab sozusagen selbst ein bisschen gegraben. Und, ich wette, dass Rafe das nicht hat. Wirklich erstaunlich, was man heute alles im Internet findet. Das ist doch nur das Dismas-Kreuz. Ach ja, denn unseres damals war zerbrochen und hohl, weißt du noch? Das Ding ist ja noch intakt. Avery hat mehr als ein Kreuz angefertigt. Was also bei dem in Panama gefehlt hat? Könnte in dem hier noch drin sein. Mhm. Na gut,
Wo ist das? Oh, dieses erlesene Stück versteigern Sie und zwar in 3 Tagen auf dem Rossi-Anwesen. Das Rossi-Anwesen? Oh, du kennst es. Ja. Aber wie kommen wir bitte an eine Einladung zu einer exklusiven, schwer bewachten Schwarzmarktauktion? Tja, man braucht nicht unbedingt eine Einladung. Ja, und mit welchem Geld bietest du gegen diese reichen Säcke? Selbst eine 2. Hypothek auf mein Haus würde nicht reichen, um... Klar, du willst versuchen, es zu stehlen, was? Nein. Wir. Oh nein. Nein, Mann, echt, ich nicht. Ich bin raus. Was? Nein, ich mache sowas nicht mehr. Außerdem gibt es jede Menge andere Leute, die für sowas viel besser geeignet sind. Wer denn? Was weiß ich, Leute oh, wie... Mann. Irgendwer. Charlie Cutter. Nein. Er ist nein, mein nein, Mann nein, für nein, solche nein, Sachen. Auf keinen Fall. Ich vertraue Charlie und auch sonst keinem aus deinem Telefonbuch mein Leben an, okay? Ich brauche dich dafür. Oh Mann, Sam, es muss eine andere Lösung geben. Nicht in der kurzen Zeit. Und bestimmt nicht bei Alcazar. Hallo Schatz, ich bin's. Ja, hör mal, das glaubst du nicht. Jameson kam gerade mit den Genehmigungen rein. Ja. Ich weiß, aber wie es aussieht, mache ich den Job in Malaysia doch. Okay. Hui, jetzt geht's aber schon zur Sache am Anfang. Viel Background-Information, finde ich cool. Schauen wir mal, ob's was wird jetzt hier. Siehst du schon was? Nur ein Haufen zwielichtige Oberganoven, die sich rausgeputzt haben. Und noch kein Zeichen von Sullivan. Es ist ja noch Zeit. Sieht aus, als wäre der Lagerraum in dem Gebäude hinter dem Haupthaus. Kannst du es von da sehen? Nur ein Stück vom Dach. Oh, was die da wohl alles versteckt haben mögen. Konzentrieren wir uns auf Averys Kreuz, okay? Naja, du könntest deiner Frau ja auch was Schönes mitbringen. Sehr witzig. Halten wir es einfach. Gut, einfach. Es wäre viel einfacher nur mit uns beiden. Sam. Wir könnten schon längst drin sein. Ja, aber wie? Hast du eigentlich einen Plan B für den Fall, dass dein Freund Sullivan kalte Füße kriegt? Nein, denn das passiert nicht. Oder falls er erwischt wird? Sam. Er kennt die Veranstalter der Auktion. Er wird sich locker durch die Party plaudern, nach oben gehen, das Fenster entriegeln und wir sind drin. Ein grundsolider Plan. Aha. Okay, schön. Na los, spuck's aus. Was, wenn er das Kreuz für sich selbst das klaut? Das würde er nie tun. Victor Sullivan, wir reden über denselben Victor, richtig? Ja, er hat schon mal Leute gelinkt, aber nicht uns. Nein, dich nicht. Ihr zwei wart ja noch nie dicke Freunde. Leichte Untertreibung. Aber ich vertraue ihm, okay? Er gehört zur Familie. Nein, nein, nein. Hör zu. Wir können ihm vertrauen, okay? Gut, okay. Er kommt, ganz sicher. Irgendwann. Aber jetzt komm schon. Du musst doch zumindest die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass ja. er... Siehst du? Vertrauen. Hey, versuch den Smoking sauber zu halten. Schon klar. Ja, dann mal los, ne? Also einmal ein Dieb. Once a thief. Okay, dann müssen wir hier quasi wohl runter, ne? Sehe ich das richtig? Nachdem wir, wie immer, einen kleinen Screenshot gemacht haben. So, wo... Ah, nee, wir müssen hier lang. Nathan, ja, der Kutscher kennt den Weg. Ich glaub's nicht, dass ich draußen bin. Ich glaub's nicht, dass ich hier bin. Mit dir, in Italien.
Ja, geht mir auch so. Ich wünschte nur, die Umstände wären anders, weißt du? Ja, naja. So machen die Sehenswürdigkeiten mehr Spaß. Oh, du bist also nicht zum ersten Mal hier? Nein, eher zum dritten. Wo seid ihr jetzt wieder? Ich hatte hier schon ein paar Jobs. Mit Sullivan? Ja. Ach, da hinten. Okay. Wir hangeln uns mit einem Smoking quer durch die Pampa. Boah, nice. Kleines italienisches Bergdorf. Was ein Ausblick, ey. So einen hätte ich auch gern. So. Schöne Blumenwiese. Ich würde sagen, wir laufen jetzt einfach mal hier. Auf die Brücke kommen wir nicht rauf. Was denn für eine Brücke? Ach, da. Dann laufen wir drunter durch. Oh, ne. Ja, unter der Brücke ist ein Balken. Kommst du mit dem Seil ran? Ob ich da mit dem Seil rankomme? Pass auf. Ich pass auf. Der ist so cool. Die Konversationen da sind so geil in Uncharted. Ja. Ich, daneben. Also, auf das Handgelenk kommt es an. Lass mal sehen. Ja, gesehen? Nicht schlecht. Für den zweiten Anlauf. Auf geht's. Sau geil. Ja, das ging ja wohl in die Hosen. Scheiße, Nathan! Das ging ja wohl in die Hosen. So, wir probieren es nochmal. Ja, hast gesehen beim ersten Anlauf. Ich soll vielleicht... Es ist sicherer, während des Greifens zu springen. Wo müssen wir denn hin? Ah, ich glaube darüber, ne? Macht ja natürlich auch mehr Sinn. Ich sollte mich vielleicht mal umsehen, bevor wir hier rum... wild in der Gegend rumfallen. Hast du gesehen? Oh, wie ein Profi. Und jetzt du. Und jetzt du. Oder auch nicht. So, wo müssen wir denn hin? Kommen wir da irgendwo hoch? Nee. Müssen wir hier runter? Wir müssen runter. Aha. Okay, wohin jetzt? Da runter. Hey, wir können uns von dem Balken da schwingen. Bestimmt. Bestimmt. Wo schwingen wir uns denn hin? Tauschen wir die Plätze? Okay, kletter über mich. Ich hab guten Halt. Okay. Ja, komm. Geh mal runter von ihm. Okay, auf geht's. Beim ersten Mal. Schon gut, niemand mag Angeber. Genau, keiner mag Klugscheißer. Okay, na los, Nathan. Da kannst du runterklettern und hier rüberkommen. Hinter dir. Wow. Okay, da nicht hin. Hier geht's weiter. Okay. Okay. Hey. Hey. Sau stark, es macht so Laune. So, und nur schwingen wir uns hier rüber. Ja. Der ist sich sicher, dass ich das da drüben treffe. Oh ja, tatsächlich. Attraverso un tubo e forse non potrà più camminare. Ah, bene lì sta. Ehi, hai scommesso sulla partita? Inghilterra vincente. Inghilterra? Traditore. Ehi, non confondere l'orgoglio nazionale con la realtà. Ok, wir können. Ja, ja, die Italiener. Oh, ein Zitronenbäumchen. Ist das nicht schön? So viel Zeit muss sein. So, weiter geht's.
Okay. So viele Jahre. Die kleinen Dinge vermisst man am meisten. Was hat er denn? Was denn? Der Duft von Zitronenbäumen. Motorradfahren? Kleine Dinge, aber zusammen? Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. So, wo geht's denn hier weiter? Hier müssen wir rein. Müssen wir hier rein? Da, unser Fenster.